Ich begrüße euch ganz herzlich zum eMediplan-Webinar. Das ist das erste eMediplan-Webinar, das wir durchführen. Ich bin Regula Hayo, führe Schulungen durch im Bereich also von der HC Solutions über alle Produkte und Dienstleistungen. Und mit dabei ist auch Nesli Umeri, sie ist Produktmanagerin von Docomedis. Dann haben wir unter den Teilnehmenden haben wir auch der Herr Bührer, er ist im Vorstand von IG eMediplan und ist dort Co-Präsident. Ich werde nach am Anfang kurz das Bedienpanel erklären. Ihr seht das bei euch auf der Seite und da mit dem Pfeil könnt ihr das ausblenden. Wenn euch das stört, dann könnt ihr da einfach wegklicken und dann ist der Bedienpanel weg. Ihr könnt Fragen stellen. Ich habe heute aktuell alle Mikrofone auf Stumm gestellt. Also ihr könnt euch selber nicht einwählen oder das Mikrofon freischalten, weil wir sind ziemlich viele Leute. Ihr könnt Fragen hier eintippen, nicht vergessen auf Senden klicken und dann werden wir das am Schluss. Nesli wird am Schluss die Fragen anschauen und alle beantworten, je nach Zeit, die wir haben. Wenn ihr jetzt unbedingt eine Frage stellen wollt, mündlich, dann könnt ihr hier sonst ein Handzeichen geben, das sehen wir. Dann können wir euer Mikrofon nachher aktivieren, dann könnt ihr das akzeptieren und dann könnt ihr nachher auch so eine Frage stellen. Was machen wir heute genau? Wir sehen, wir haben den eMediplan als Thema. Wir schauen an, was ist das genau, was ist überhaupt der Nutzen für die Leistungserbringer, welche Informationen sind alle auf dem eMediplan ersichtlich. Wir machen eine kurze Live-Demo, wir gehen ins compendium.ch, erstellen einen Mediplan und drucken ihn aus oder machen ein druckbares Dokument. Dann schauen wir an, was der eMediplan sonst noch alles kann. Also es ist viel mehr als nur eine Papierlösung. Er bietet Basis für weitere Anwendungen, das sehen wir dann. Und dann natürlich kann man in der App einscannen oder man kann ihn im EPD ablegen. Das ist jetzt der eMediplan, so sieht die Papiervariante aus, wenn ein Patient mit dem kommt. Der eMediplan fasst die gesamte aktuelle oder geplante Medikation eines Patienten zusammen. Das sehen wir hier. Das nützt nicht nur dem Patienten selber, sondern auch seinen Angehörigen oder den Gesundheitsfachpersonen. Der eMediplan schafft Sicherheit und Effizienz im Medikationsprozess und fördert damit die Zusammenarbeit der Leistungserbringer. Was ist jetzt überhaupt der Nutzen von diesem eMediplan für einen Leistungserbringer? Wieso soll ich als Leistungserbringer einen eMediplan erstellen? Also beim Hausarzt ist es so, der betreut ja Patienten vollumfänglich. Und der tut selbstverständlich einen eMediplan erstellen und gibt den dem Patienten auch mit. Das fördert auch jetzt das Vertrauen zwischen ihm und dem Patienten. In der Apotheke, da ist es so, da habe ich ein Rezept vom Arzt vielleicht, das ich erfasse. Und dann kann ich aufgrund von diesen verordneten Arzneimitteln kann ich einfach die Medikamente untereinander checken. Ich kann Änderungen vornehmen, ich kann das Generikum hinterlegen oder eine Dosierung anpassen. Dann kann ich den eMediplan wieder erstellen und eine aktuelle Printversion dem Patienten mitgeben. Beim Spital, wenn ein Patient ins Spital eintritt, das vereinfacht natürlich Medikamentenanamnese. Beim Austritt ist es so, ich kann als Fachperson einem Patienten einfach seine Medikamente erklären, ich kann ihm die Dosierung erklären und kann ihm so den Plan nachher noch wieder mitgeben. Dann hat er dort seine Informationen noch wieder drauf. Beim Pflegeheim ist es so, der bietet die Grundlage für die Medikamenteneinnahme. Der Medikationsplan wird automatisch im Pflegesystem übernommen und kann so nachher durch das, dass er automatisch übernimmt wird, kann man Medika- oder Erfassungsfehler verhindern.
Bei der Spitex dient es natürlich dazu, also ist die Grundlage für die Medikamentenvorbereitung, für die Einnahme. Und die Abbildungen, die auf einem Mediplan sind, dienen dazu, dass ich so beim Richten nachher sehe, aha, das ist die Tablette, die dann eingenommen werden muss für die Indikation. Das hilft der Spitex, so die Medikamente zu richten. Was haben wir jetzt alles für Informationen auf diesem Mediplan? Wir sehen hier einerseits in der Mitte, das ist der Patient Peter Muster. Da sehen wir sein Geburtsdatum, wir sehen die Adresse, wir haben Informationen zu Körpergewicht, Niereninsuffizienz, hat er eine leichte und er hat eine Penicillinallergie. Hier etwas weiter rechts sehe ich, wer den Mediplan erstellt hat. Hier unten ist die Zusammenfassung oder die Übersicht der verordneten Medikamente. Das, die geplante Medikation, die der Herr Muster muss einnehmen, ist hier aufgelistet. Wir sehen einerseits den Medikamentennamen, dann haben wir die Abbildung, das ist eben gängig für die Identifikation von der Arzneimittel. Also der Herr Muster sieht jetzt auch, aha, die rote Tablette da hier, die nehme ich wirklich ein gegen Bluthochdruck. Und da sehen wir auch, der Grund ist in Patientensprache gut verständlich. Also es steht nicht Hypertonie, sondern es steht eben Bluthochdruck, dass der Herr Monstro weiss, was er genau wie nimmt und für was. Wir haben hier die Dosierung, die wir eingeben als Leistungserbringer. Dann haben wir die Art der Medikation. Und wir sehen, wenn das die Therapie beginnt, wenn das sie aufhört. Ich kann auch noch eine Anleitung hinterlegen, also jetzt hier zum Beispiel nach dem Messen. Also dann weiss der Herr Muster, ich muss diese Tablette muss ich nach dem Messen einnehmen. Und da zuhinterst in der letzten Spalte sehe ich, wer hat das Arzneimittel verschrieben. Die Reservemedikation ist hier unten separat aufgelistet. Und hier in diesem 2D-Barcode sind all die Informationen, die wir hier auf dem Medikationsplan sehen, sind hier hinterlegt. Das dient eben dann nachher dazu, dass ein Leistungserbringer oder dass der Patient selber den Plan, den Mediplan kann, über seine App einscannen. Wie kann ich überhaupt einen Mediplan erstellen? Welche Möglichkeiten habe ich da als Leistungserbringer? Ich kann einerseits über unsere Informationsplattformen compendium.ch und PharmaVista. Beim compendium.ch brauche ich ein SwissRx-Login oder HIN-Identität, dass ich so einen Mediplan stellen kann. Beim PharmaVista tue ich mich auch als Fachperson einloggen. Da habe ich ein separates Login, dass ich eben eine Fachperson bin und dann kann ich das auch machen. Bei diesen zwei hier gebe ich natürlich all die Daten zum Patienten oder zu dem Medikament gebe ich manuell ein. Wenn jetzt ein Primärsystemanbieter der Mediplan implementiert hat im System selber oder wenn er eine Schnittstelle baut zum Docomedis Medication Editor, dann kann er natürlich all die Informationen, die im Primärsystem schon vorhanden sind, kann er so übergeben und dann entfällt die manuelle Erfassung. Ich kann natürlich jederzeit nachher im Editor kann ich Sachen ergänzen oder abändern, aber der Grossteil wird mir vom Primärsystem übernommen. Und dann hat das IG-Mediplan auch geschafft, dass der Mediplan EPD-konform ist. Das Format nennt sich Medication Card und so kann ich den auch im EPD ablegen. Jetzt gehe ich rasch auf das Compendium. Wir machen kurz eine Live-Demo. Wir sind hier im Compendium und ihr seht, ich bin hier eingeloggt als Regula Haio, also ich habe mich hier auch identifiziert und da im Tab Medikation komme ich hier auf das Mediplan-Tab. Und da seht ihr jetzt, dass ich Patienteninformationen, einerseits Personalien, also hier kann ich den Patienten hinterlegen. Wie gesagt, da müsste ich es jetzt manuell machen. Dann kann ich bei den Gesundheitsinformationen
kann ich Grösse, Gewicht und so weiter hinterlegen. Ich kann erfassen, ob der Patient Allergie hat. Allerdings ist es so, für einen EMEDI-Plan zu erstellen, braucht sie Minimum Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Ich kann zusätzlich Patientensprache auswählen. Also der EMEDI-Plan wird nachher in der Sprache erstellt, die ich hier auswähle. Ihr seht, wir haben hier schon ganz viele unterschiedliche Sprachen, die ich auswählen kann. Also ich kann auch Serbisch hinterlegen zum Beispiel. Und dann erstellt mir der EMEDI-Plan in dieser Sprache. Dann habe ich weiter unten Medikamente, die ich hinzufüge, was die geplante Medikation ist oder was die aktuelle Medikation ist. Dass wir jetzt das nicht selber von Hand erfassen, tue ich einen EMEDI-Plan importieren. Das mache ich hier, indem ich auf Import klicke. Import und Scan. Da haben wir so eine Testpatientin hinterlegt. Wenn ihr da draufklickt, auf einen QR-Code, dann tut mir den CH-Med-Code einladen, klicke OK und dann lässt mir den EMEDI-Plan auf. Voilà. Jetzt haben wir die Dora Graber mit dem Geburtsdatum. Ihr seht, das hat Personalien alles übernommen. Ich habe Gesundheitsinformationen hinterlegt und ich habe junge Medikamente, die aktuelle Medikation. Ich kann jetzt hier noch ein zusätzliches Medikament erfassen. Ich nehme jetzt mal Clazid-Film-Tabletten zum Beispiel, wähle das aus. Und dann sehen wir, hat es mir das oberst aufgeführt. Wenn ich hier auf das Pfeil gegenüber klicke, dann habe ich hier die Angaben zu den üblichen Dosierungen. Ich kann jetzt hier schauen, also das muss jetzt prophylaktisch einnehmen. Dann tue ich hier zweimal täglich 500 Gramm, tue ich am Morgen und am Abend. Ich habe 250er ausgewählt. Ich habe hier den Anwendungsweg. Ist schon hinterlegt. Wenn es ein Arzneimittel ist, das mehrere Anwendungswege hat, dann kann ich das hier auswählen, wie er es verabreichen soll. Der Grund ist auch schon hinterlegt. Infektion. Den könnte ich jetzt überschreiben. Also ich könnte da etwas anderes hineinschreiben. Aber Achtung, wenn ich nachher einen Remedy-Plan in einer anderen Sprache erstelle, kann es mir das natürlich nicht übersetzen, das, was ich hier manuell eingebe. Dann kann ich Anwendungsinstruktionen hinterlegen, wie eben zum Beispiel nach dem Messen. Ich kann hinterlegen, wer das Arzneimittel verordnet hat und ich kann die Dauer eingeben von den Tagen oder Therapiebeginn und Ende. Jetzt darf man natürlich den Patienten so nicht aus der Arztpraxis oder aus der Apotheke lassen, weil wir sehen hier, da gibt es Risiken, da zeigt man hier schon die höchste Priorität an. Da gehen wir jetzt nicht weiter, das werden wir dann in einem weiteren Webinar anschauen, Clinical Decision Support. Ihr stellt jetzt trotzdem einen EMEDI-Plan, dass ihr seht, wie man das macht. Dann klicke ich hier auf Export und gehe auf Drucken. Und dann tut es mir im Hintergrund den EMEDI-Plan erstellen und macht mir das PDF. Voilà, das dauert gerade ein bisschen und dann habe ich hier unten habe ich das PDF, das ich auftun kann und dann seht ihr hier wieder die Dora Graber mit all den Informationen, das Clazid, das ich neu dazu da und die restlichen Medikamente, die ich eh schon getroffen habe. So kann ich den dann wieder ausdrucken und der Dora Graber mitgeben. Gut, jetzt wechsle ich zurück in die Präsentation. Und dann möchte ich euch zeigen, der EMEDI-Plan ist eben nicht nur eine Papierlösung, sondern den kann man für ganz viele andere Sachen brauchen. Also einerseits haben wir hier natürlich den Patienten. Also die Gesundheitsfachperson, die dem Patienten den EMEDI-Plan übergibt. Und der kann den nachher auch weiteren Gesundheitsfachpersonen zur Verfügung stellen. Dann haben wir die zweite Variante hier. Der EMEDI-Plan wird entlang von der Behandlungskette weitergegeben. Wir sehen hier, also der Gesundheitsfachperson kann da weitergeben, einen Spezialist zum Beispiel, oder ins Spital, ins Pflegeheim, in die Apotheke.
Das dient natürlich auch dazu, dass man den elektronisch dann zur Verfügung hat. Man kann den auch als Papierversion zur Verfügung stellen oder aber elektronisch natürlich über eine Sicherheits-E-Mail-Adresse, dass da nichts passiert mit. Dann haben wir noch die dritte Variante. Ihr seht hier, wenn ich als Patient will, dass die Gesundheitsfachperson den E-Mediplan in EPD ablegt, dann kann ich das so beauftragen und dann haben wir den elektronischen E-Mediplan auch im EPD verfügbar. Das heisst, alle Gesundheitsversorger haben schlussendlich dann Zugriff auf einen elektronischen E-Mediplan. Für was dient jetzt der E-Mediplan auch noch? Der E-Mediplan ist so ein bisschen die Basis für weitere Anwendungen. Wir sehen hier den E-Mediplan und dann haben wir die Möglichkeit, aufgrund von diesen Daten vom E-Mediplan einen Clinical Decision Support Check zu machen. CDS abgekürzt. Und ihr seht, .ce, CDS.ce ist ein Medizinprodukt. Und für das ich einen Clinical Decision Support Check machen kann, brauche ich natürlich einerseits die Medikamente, die sie verschrieben wurden oder die geplant sind, dass der Patient die einnimmt. Und dann brauche ich aber auch Personalien einerseits und für einen Check brauche ich ganz zwingend Gesundheitsinformationen. Also ich muss wissen, wie alt ist der Patient, ist er Leistungssportler, hat er eine Niereninsuffizienz, damit ich eben den Check durchführen kann. Und wenn ich jetzt etwas nicht eintrage, zum Beispiel das Alter fehlt und ich will schauen, kann ich das Medikament jemandem geben mit erhöhtem Alter, dann kann es der Check nicht machen. Dann zeigt es mir das aber auch an, dass man dort die fehlende Information noch hinterlegen kann. Dann kann ich weiter die bestehenden Informationen in einen Polymedikationscheck überführen. Das tut nachher die Medikation in Polymedikationscheck von der Pharma-Suisse überführen. Weiter kann ich auch ein Rezept generieren. Also ich kann sagen, welche Arzneimittel, die auf dem E-Mediplan sind, sollen in ein Rezept überführt werden. Dann kann ich die Algorithmen machen, das pca.ce. Und wir sehen, das ist auch ein Medizinprodukt. Das sind unterschiedliche Algorithmen hinterlegt, wenn ein Apotheker ein Arzneimittel abgeben will, das verschreibungspflichtig ist zum Beispiel, dann hat er hier eine strukturierte Möglichkeit, die Algorithmen durchzuführen. Also zum Beispiel allergische Rhinitis. Und hier ist es so, beim PCA, da tut es mir auch gerade Medikamente vorschlagen aus dem System heraus. Ich kann aber selber auch noch Medikamente hinzufügen, wenn ich mir etwas anderes abgeben möchte, als die Vorschläge sind. Dann dient der grundsätzlich auch der E-Mediplan für das Lindaf-Formular. Das Lindaf-Formular dient auch der Abgabe vom Apotheker von der Arzneimittel, die verschreibungspflichtig sind. Ich kann das hier auch dokumentieren, ist allerdings gegenüber dem PCA nicht strukturiert. Also ich gehe da das Lindaf-Formular durch, frage den Patienten, stelle ihm die Fragen, tue es manuell eintragen und da habe ich auch keine Vorschläge von Medikamenten. Also hier kann ich dann selbstständig Medikamente hinterlegen und auch wieder dokumentieren. Dann haben wir auch schon gehört, der E-Mediplan dient auch dazu, dass ich den als Patient über QR-Code einscannen, dann habe ich die E-Mediplan-App, habe ich in dieser E-Mediplan-App und ich kann ein EPD ablegen. Für das alles dient der E-Mediplan als Basis. Und durch das haben wir natürlich erhöhte Medikationssicherheit. Für was eignet sich jetzt die App überhaupt? Also klar, es ist sicher insbesondere für Personen mit Polymedikation. Also wenn ich eine Patientin habe, die drei oder mehr Arzneimittel einnimmt, dann macht es sicher Sinn, dass man so einen E-Mediplan erstellt. Und dann kann der Patient, wenn er jetzt keinen überkommt vom Arzt oder vom Apotheker, kann er das einfordern. Also der Patient hat das Recht, einen E-Mediplan beim Arzt einzufordern. Und wenn der Patient dann auch einscannt,
dann tut es natürlich alle Informationen zu den Medikamenten in der App aufladen und es zeigt es mir digital an. Ich habe jederzeit Zugriff zu diesen Daten und unterstütze den Patienten bei der beim Medikamentenmanagement. Ich kann auch schauen, der Leistungserbringer, der mir die Arzneimittel verschrieben hat, habe ich auch Informationen zum Apotheker oder zum Spital. Ich kann so natürlich über die App den anderen Leistungserbringer zur Verfügung stellen. Was sind jetzt Vorteile für einen Patienten? Ganz klar, ich habe jederzeit die aktuelle Medikation übersichtlich in der App vorhanden. Ich habe eine genaue Anleitung zu der Einnahme. Also ich sehe genau, wann fängt die Therapie an, wann muss ich das einnehmen, wann kann ich das wieder aufhören. Und anhand der Fotos habe ich schon erklärt, sehe ich genau, aha, die rote Tablette ist eben wie Hypertonie. Dann weiss ich auch, dann habe ich auch Sicherheit und weiss, jetzt nehme ich die richtige Tablette ein. Ich kann jederzeit auf die Packungsbeilage zugreifen und ich kann Erinnerungen hinterlegen. Also einerseits erinnert es mich an die Medikamenteneinnahme. Ich kann aber auch weitere Erinnerungen hinterlegen, wie zum Beispiel, ich muss immer am Morgen Blutdruck messen. Ich habe immer den aktuellen Stand vom Medikamentenvorrat und kann frühzeitig schauen, dass ich wieder eine Packung kaufe oder die bestelle. Und das hier habe ich vorhin schon erwähnt, ich habe Kontaktinformationen zu dem Leistungserbringer, wo mir das so verschrieben hat, dass ich dem anrufen kann oder eine E-Mail schicken. Wo ist die Mediplan überall integriert? Wir sehen hier bei Dramavita, Copitality Sunstore. Dann haben wir die Meditime-App von Sando. Da ist der Mediplan auch implementiert. Und dann haben wir hier die neutrale App Mediplan. Da drinnen, da kann ich, mit der kann ich den Mediplan auch einscannen. Und die sind alle über den App Store oder über Google Play Station verfügbar. Wir haben schon gehört, Remediplan ist auch für das EPD geeignet. Also es wird höchstwahrscheinlich oder es wird das wichtigste Dokument sein im EPD. Der strukturierte Datensatz vom Remediplan wird im EPD Medication Card Dokument genannt und ist mit den nationalen E-Health Standards kompatibel. Und wenn eine Arztpraxis oder ein Patient noch nicht beim EPD mitmacht, dann spielt es von dem her keine Rolle, weil ich kann ja gleich den Mediplan erstellen, ich kann den gleich einscannen, ich kann den gleich innerhalb oder untereinander von den Leistungserbringer oder Gesundheitsfachpersonen kann ich den weitergeben. Egal, ob ich schon so ein elektronisches Patientendossier habe oder nicht. Dann war gerade vorletzt der EPD-Projektatom. Und da hat das Team von der HCI mitgemacht. Da sind diverse Tests gemacht worden und sind auch erfolgreich durchgeführt worden. Also man hat hier den strukturierten Datensatz getestet und mit unterschiedlichen Playern vom Gesundheitswesen erfolgreich können testen. Also das ist wirklich für die HCI Solutions, für das Team, Mediplan, ist das sehr ein erfolgreicher Tag oder erfolgreiche Tag gewesen. Es ist ja nicht nur ein Tag gewesen. Und dann sehen wir, dass die Mitarbeiter von uns, die hier aktiv am Testen sind. Ich bin soweit am Ende von meiner Präsentation. Ich sehe, wir haben noch ein paar Fragen, dass wir noch Zeit haben, für die Fragen zu beantworten. Ich möchte euch hier einfach nochmal zeigen mit dieser Übersicht, dass eben der Mediplan viel mehr ist als nur eine Papierlösung. Das haben wir schon gesehen. Ich kann es untereinander unter den Gesundheitsfachpersonen weitergeben. Ich kann es in CPD ablegen und so weiter. Ich kann als Patient das in der App aufladen. Und so haben alle den aktuellen Stand und alle reden vom Gleichen. Und das fördert schlussendlich Patientensicherheit. Der hier, der Patient ist für uns im Mittelpunkt. Jetzt, bevor ich dir Nesli übergebe, für die Fragen zu beantworten, habe ich selber noch so eine Kurzumfrage. Ich starte das kurz hier.
Moment gerade. Jetzt seht ihr eine Frage. Was bedeutet es, eine Mediplan zu haben? Dann könnt ihr da bitte eine Antwort eingeben. Es ist eine Multiple Choice, also ihr könnt mehrere Antworten anklicken. So, jetzt schließe ich das mal schließen, die Frage, und zeige euch gerade zeigen, was ihr geantwortet habt. Also wir sehen hier die zwei ersten, also der E-Mediplan kann im EPD abgelehnt werden, das ist richtig. Denn der aktuelle E-Mediplan nützt den Patienten und ihren Angehörigen, das ist auch richtig. Also die beiden Antworten, die ersten Antworten sind korrekt. Was es nicht ist, der E-Mediplan ist kein Rezept. Also der E-Mediplan ist eine Zusammenfassung von der aktuellen oder geplanten Medikation. Aber der gilt nicht als Rezept. Gut, dann bedanke ich mich von meiner Seite für mitzumachen. Jetzt würde ich das Wort der Nesli übergeben, damit sie noch die Fragen beantworten kann. Vielen Dank, Regula. Ich begrüße auch ganz herzlich zu der Präsentation. Ich würde jetzt die Fragen vorlesen und dann beantworten. Also die erste Frage ist: Wie fließen all die Medikamente meines Hausarztes, Apotheke und Spital im Medikationsplan zusammen? Es ist so, dass natürlich ein Leistungserbringer so einen Mediplan erstellen muss. Vorteilhaft wäre es natürlich in der Apotheke, da ja die euch sehen, wenn andere Ärzte Medikamente verordnet haben. Ich benötige ja einen einzigen Plan mit allen Medikamenten. Das ist korrekt, wäre natürlich der Vorteil oder der Sinn vom Mediplan, dass man alle Medikamente auf dem Medikationsplan drauf hätte. Wenn natürlich eins fehlt oder vom Leistungserbringer neu abgegeben wird, dann kann man den Mediplan einscannen. Ihr habt es ja vorhin gesehen auf dem Kompendium. Eins wieder ergänzen und der aktuell wieder erstellen und dem Patienten mitgeben. Die nächste Frage: Wie sehe ich als Spitalarzt, welches der aktuelle E-Mediplan ist nach dem EPD-Download? Es ist natürlich so, im EPD wird ja der strukturierte Datensatz abgelegt oder die Möglichkeit besteht natürlich auch das PDF abzulegen. Die müssen halt das Primärsystem, das der Download macht vom EPD, die Medikamente dementsprechend anzeigen. Es ist ja so, auf dem Mediplan gibt es ja das Datum und den Ersteller. Also anhand von dem sehen wir, wer der Mediplan erstellt hat und die letzte aktuelle Medikation wäre. Eine andere Frage: In dem der Medikationsplan nun offiziell auf der eHealth Swiss Webseite publiziert, respektive final spezifiziert. Ja, der Medikationsplan, oder da wird es im Austauschformat Medication Card Dokument genannt. Und das wird in der nächsten Publikation so in der Verordnung stehen, weil es im Frühling wird sein. Eine Frage unserer Apotheke: Kann der QR-Code in der Apotheke eingelesen werden und der Mediplan, zum Beispiel erstellt vom Arzt, direkt in das Apothekenpatientendossier übernommen werden? Natürlich besteht die Möglichkeit, das zu machen, aber das wird jetzt das Primärsystem so entwickeln. Wenn ihr aber so einen Mediplan schon bekommt, dann könnt ihr auf das Kompendium oder auf PharmaVista auch einloggen und dann euch einscannen wieder anpassen. Das wäre nun Alternativmöglichkeit. Es ist zusätzlich noch eine Frage zum CDS-Check gekommen. Welche Medizinverordnungsklasse hat das CDS? Im Moment ist Klasse 1, wir sind aber dran, uns ISO 13485 zu zertifizieren, respektive Ende November ist das ISO-Audit
Und dann streben wir an, dass wir Klasse 2 ab 2021 werden. Eine weitere Frage, ich sehe, es ist das Interesse da. Wie soll ohne zentraler Medikationsservice im EPD die Konsistenz der Medikationsdaten gewährleistet, wenn x beliebige Gesundheitsdienstleister einen MED-Plan erzeugen und austauschen können und somit womöglich nicht einen vollständigen Stand der Medikation eines Patienten repräsentiert? Das ist korrekt. Da habt ihr natürlich recht, dass ein Mediplan, wenn da verschiedene Datenstrukturen, also Medication Cards abgelegt sind, dass man dann halt ein System muss haben, wo man das konsolidiert abbilden kann. Die Leistungserbringer wird natürlich auch anhand von Austrittsberichten ja x Daten haben. Also es ist natürlich in der Aufgabe vom Leistungserbringer, das zu konsolidieren. Wir als HCI bauen jetzt aber eine Lösung, wo man genau die Medikamente kann abbilden und zwar nach verschiedenen Kategorien, genau damit man so Probleme kann beheben. Da kommt noch mal eine Nachfrage. Ja, es ist Klasse 2H beim CDS, das ist natürlich korrekt. Eine letzte Frage, die wir noch haben: Wie genau kommt der Remediplan ins EPD? Via Schnittstelle von Docomedis zu einer Stammgemeinschaft. Natürlich, die Primärsystemanbieter, was selber einen Mediplan oder die Medication Card können ablegen in EPD. Und wir als HCI bieten über Docomedis bzw. unsere Apotheken eine Schnittstelle direkt in die jeweiligen Stammgemeinschaften. Das ist korrekt. Ja, es sind ein paar Fragen dazu gekommen. Jetzt noch eine Frage an alle anderen. Möchte sich noch jemand mit Tom einschalten und eine Frage stellen? Wenn ja, dann könnt ihr da im Panel die Hand aufheben und die Regula wird euch dann freischalten. So, wenn ich sehe, ist nichts. Dann die Frage an Andreas Bührer von der IG Mediplan. Möchtest du gerne noch etwas ergänzen? Sonst würde ich dir noch das Wort übergeben. Also du könntest euch die Hand aufheben und ja, der Andreas hat ein Handzeichen gegeben. Ich probiere euch gerade freizuschalten, Herr Bührer. Ich glaube, ihr müsst jetzt noch akzeptieren. Ja, genau. Andreas Bühr, Co-Präsident eMediplan, vielen Dank. Also zuerst einmal habe ich die Präsentation sehr, sehr beeindruckt, weil es zeigt doch, was der eMediplan, die ursprüngliche Idee auch für das Potenzial hat, wie weit dass wir schon sind in der Umsetzung. Und es freut mich besonders, dass der eMediplan auch mit dem EPD konform ist und dass die Ideen zusammenlaufen. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Einlesen von einem E-Mediplan in ein Primärsystem. Es ist sowieso so, dass dort dann eigentlich noch ein intellektueller Schritt stattfinden muss. Also eine Medikamentenanalyse, das braucht es auf jeden Fall. Das wird nie automatisch funktionieren. Es wäre nämlich falsch zu glauben, dass jeder Patient genau das macht, auf dem Plan gestanden ist. Irgendwann einmal. Also das heisst, der E-Mediplan ist bei den Medikamentenanamnese vor allem auch eine Hilfe, dass es schneller geht, als wenn der Patient mit seinem Sack oder mit gar nichts kommt. Das ist vielleicht noch ein nicht technischer Aspekt, wie der Selbstschritt abläuft, als Ergänzung. Danke vielmals, Andreas, auch das hast du heute teilen können. Gerne schön. Und dann übergebe ich wieder der Regula und möchte mich hier bedanken bei allen für die vielen Fragen. Gut, dann herzlichen Dank für euer aktives Mitmachen und auch euch, Herr Bührer, dass ihr da noch Ergänzungen gemacht habt. Wir wünschen euch allen alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr euch schreiben. Ihr könnt direkt über die Hotline gehen am besten. Die machen Triage und dann kommt sicher zu der richtigen Person, nachher, was kann bearbeiten. Dann würde ich jetzt das Webinar schließen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke vielmals.